Hallo und einen wunderschönen guten Tag, liebe Spinnerinnen und Spinner da draußen und Spinnerinnen, alle dazwischen. Herzlich willkommen in der Shantimanu Handspinnerei zum Shantimanu Handspinnerei Podcast. Ich weiß, sehr lang und sperrig, deswegen normalerweise nur Podcast. Folge 62. Schön, dass ihr da seid. Ich freue mich, auch wieder da zu sein. Ich war ja ein bisschen raus längere Zeit. Das ist das erste YouTube-Video seit, ich weiß nicht. Dazu sage ich gleich ein bisschen was. Und dann auch, worum es heute so geht. Aber erstmal, falls ihr neu hier seid, schön, dass ihr da seid. Dies ist ein Podcast über Wolle. Es geht um Wolle, um Spinnen und um handgesponnene Garne. Und das natürlich vor allem im Hinblick auf meine Projekte oder das, was in der Shantimanu Handspinnerei alles so passiert. Und es ist ein etwas besonderes Video, weil ich nach einer längeren Pause jetzt wieder einsteige. Ich hoffe, das läuft alles. Drückt mir die Daumen. Lehnt euch zurück, nehmt euch was zu spinnen, holt euch einen Tee, Kaffee oder Getränk eurer Wahl und macht es euch gemütlich und begleitet mich. Wir werden heute über eine Menge Projekte sprechen, aber deswegen versuche ich das so ein bisschen zu kürzen, indem ich euch kurz so ein bisschen Überblick gebe über so ein paar kleinere Projekte oder Sachen, die ich in den letzten zwei Monaten so gemacht habe, so ein Schnelldurchlauf. Und dann sprechen wir über ein fertiges Strickprojekt, Strickprojekte, an denen ich gerade arbeite und tatsächlich eine Menge Stricken mittlerweile wieder. Und wir sprechen über zwei Spinnprojekte. Und genau, das ist das, was euch heute so erwartet. Wir legen los, indem ich euch ja, so ein bisschen einen Einblick gebe. Wenn ihr Mitglieder seid, vielen, vielen lieben Dank, dass ihr Mitglieder seid, wenn das der Fall ist, dann habt ihr natürlich einen besseren Einblick, weil ihr über die letzten Wochen und Monate auch virtuelle Spinntreffen hattet. Wir hatten Livestreams und ihr bekommt wöchentlich die Mitgliederpost. Das heißt, ihr seid ein bisschen mehr im Bilde. Wenn das nicht der Fall ist und ihr mich einfach nur vermisst habt, danke dafür, falls das der Fall ist. Wenn nicht, dann ist das auch vollkommen in Ordnung. Dann hier eine kurze Erklärung. Ich habe im Juni noch Videos gemacht und ganz normal gearbeitet und hatte dann auch hier angekündigt, ich mache im Juli eine Kreativpause. Der Plan war einfach keine Videos zu produzieren, keine Deadlines zu haben und nur das Nötigste zu machen. Ich war da, ich war im Büro, ich habe auch E-Mails beantwortet und das Ganze, solche Sachen. Aber ich wollte so ein bisschen freier sein und habe mir einen Kreativmonat rausgenommen, in dem ich einfach auch so ein bisschen planen konnte, überlegen konnte, wo will ich hin, was will ich an Videocontent auch im nächsten halben Jahr machen, mir Gedanken machen konnte über Kurskonzepte, über Projekte und so. Und das war super. Das hat fantastisch geklappt. Es sind alle später so ein bisschen den Bach runtergegangen, aber es war super und hat an sich echt gut getan. Und dann waren wir noch eine Woche in Urlaub und auch da konnte ich so ein bisschen Luft holen und versuchen abzuschalten. Das ist für mich immer nicht, ups, Entschuldigung, jetzt bin ich ans Stativ gekommen, nicht ganz so einfach, aber ich habe es getan. Und dann waren wir wieder da und es waren noch so ein bisschen erstmal Familien, die Schule hat wieder angefangen, der Jüngste wurde eingeschult und so viel los. Ich bin gerade so wieder reingekommen und wollte wieder in einen Rhythmus kommen und dann ist mein Vater verstorben. Und das hat mich komplett rausgeholt, nicht nur emotional, sondern auch praktisch, weil ich mit meiner Mutter nach Mexiko geflogen bin, wo er zuletzt gelebt hat, weil er dort gearbeitet hat. Also er hat eigentlich hier gelebt, aber hat viel Zeit seines Lebens nicht nur in Lateinamerika, auch an anderen Orten verbracht, um dort Projekte und soziale Solidaritätsarbeit, den Begriff kritische Solidaritätsarbeit finde ich auch sehr cool, aber solche Sachen zu machen. Ich will da gar nicht zu tief drauf eingehen, auch weil mir das sehr schwer fällt. Aber ich war da eine Zeit lang in Mexiko
Und auch danach war alles noch so ein bisschen schwierig. Und jetzt so langsam komme ich wieder rein. Letzte Woche habe ich den aktuellen Mitgliederkurs gedreht. Die Mitglieder ab der Vorpleistufe bekommen jeden Monat von mir eine Kursfolge. Es gibt ein Kurstreffen, ein Zoom-Treffen, bei dem wir Fragen stellen können, besprechen können. Und das war so das erste größere Video, was ich langsam gemacht habe. Und das hat natürlich meine Arbeit einfach sehr beeinflusst, weil solche Sachen wie Content produzieren, Videos produzieren und so hat auch immer was sehr Persönliches. Und solche familiäre Sachen, private Sachen, Schicksalsschläge spielen natürlich in so einer Arbeit immer ein bisschen mehr rein, als wenn man etwas macht, was sehr losgelöst von der eigenen Person ist. Und so, Downer, den haben wir jetzt. Jetzt habe ich also wieder angefangen zu drehen. Ich habe auch einfach angefangen, jetzt vor allem so in der letzten Woche, in den letzten 10 Tagen, mehr Instagram-Content wieder zu produzieren, zumindest kurze Videos zu machen, in denen ich vielleicht zum Beispiel nicht spreche, aber das jetzt auch langsam mehr. Das Ding ist, was es, glaube ich, vor allem so schwierig gemacht hat, ist, dass zumindest ich in dieser Situation vieles hinterfragt habe. Was mache ich eigentlich und was ist eigentlich der Sinn dahinter und was möchte ich machen und wo möchte ich hin? Also und zwar noch mal mehr als in meinem Kreativmonat, der ja praktisch genau dafür da war. Und noch mal anders. Bin ich damit fertig? Nein, absolut nicht. Aber ich arbeite dran. Und das ist halt die Situation. Wie geht's jetzt weiter? Ich versuche wieder reinzukommen. Diese Podcast-Folgen liegen mir eigentlich besonders am Herzen, deswegen fange ich jetzt im Prinzip auch wieder damit an. Ich glaube, das liegt ein bisschen daran, dass ich das Gefühl habe, ich habe schon extrem viele Anleitungsvideos gemacht und das zumindest in dem Format, in dem ich sie bisher gemacht habe, fällt mir das, glaube ich, langsam so ein bisschen schwerer, weil man mit der Zeit das Gefühl hat, man wiederholt sich. Und trotzdem sind wir hier hinter den Kulissen gerade dabei, alle Videos durchzugehen und mal zu schauen, welche vielleicht neu gemacht werden sollten, welche geupdatet werden sollten, damit ich nicht das Gefühl habe, dass ich mich wiederhole, sondern tatsächlich ernsthaft guten Content mache und einen besseren Überblick bekomme, was eigentlich da ist und was man auch hier und da verlinken kann und was ich vielleicht neu produzieren sollte. Es waren ohnehin eigentlich einige Videos in Planung, aber mein Zeitplan ist natürlich total verschoben und da muss ich mir jetzt erstmal wieder was überlegen, wann ich was mache, neu überlegen. Kurse habe ich tatsächlich jetzt schon einige gehabt, seit ich wieder da bin. Und auch das hat tatsächlich sehr gut getan, weil ich gerne unterrichte und weil diese Interaktivität bei den Kursen irgendwo ablenkt und gut tut und inspirierend ist. Und ich glaube, das ist der Grund, warum mir die Podcast-Folgen halt auch so am Herzen liegen, weil ich, glaube ich, das Gefühl habe, ich kann euch auch darüber eine Menge mitgeben und ein bisschen Inspiration schaffen und vielleicht auch Motivation an manchen Stellen. Und neben puren Anleitungsvideos finde ich das, glaube ich, auch ziemlich wichtig. Das sind so meine Gedanken dazu. Und ich komme da bestimmt nachher nochmal drauf zurück, weil es jetzt ein Projekt gibt, das direkt mit dieser Situation zusammenhängt, weil ich mein Leben in Spinnenprojekten verarbeite und das natürlich auch jetzt. Das heißt, da wird nachher dann nochmal was kommen. Aber erstmal zeige ich euch, was ich in den letzten Monaten und Wochen so gemacht habe. Erstmal vor allem in den letzten Monaten so ein kleiner Schnelldurchlauf von so ein paar kleineren Sachen. Also Punkt 1 ist tatsächlich, ich habe genäht. Ich habe mir Stoffe gekauft und genäht, weil ich ein ganz tolles Video gesehen habe von Ash LG. Das verlinke ich euch natürlich auch unten, wie alles andere. Und über das ich hier so spreche und in den Shownotes auf shantimanu.de. Und
Ich habe zwei Röcke genäht und eigentlich habe ich sogar drei Röcke genäht, aber zwei, die ich trage, weil einer ist mir zu kurz und den trägt ein Kind. aber ich habe Röcke genäht, super, super, super simpel. Eigentlich hatte ich den Gedanken, ich gehe da heute ein bisschen näher drauf ein, aber wir haben zu viele Projekte, vielleicht mache ich das in der nächsten Podcast-Folge. Angelehnt im Prinzip an Petticoats aus dem 18. Jahrhundert. Super, super simpel und vor allem für mich einfach irre, irre bequem. Ich möchte nichts anderes mehr tragen. Ich zeige euch nur Fotos davon, aber ich liebe sie und ich möchte mir noch mehr nähen, aber dafür muss ich dann auch wieder neue Stoffe kaufen. Vor allem aber habe ich auch angefangen, eine Kette zu scheren. Die ist noch nicht fertig, die habe ich angefangen zu scheren, bevor ich nach Mexiko geflogen bin. Das sind jetzt 200 Fäden und ich brauche noch, ich glaube, noch mal 230 oder so. Und das ist gekauftes Garn. Das ist nicht Harris Tweed, glaube ich, aber schottischer Tweed auf jeden Fall. Und das wird ein Wollstoff, damit ich mir für den Winter auch einen Rock nähen kann. Der einzige Nachteil an den Röcken und warum ich sie nicht immer trage, ist tatsächlich, dass ich sehr viel Fahrrad fahre im Alltag, zum Beispiel zur Schule und zurück und so. Und dass Röcke, gerade so voluminöse, große Röcke, auf dem Fahrrad nicht so cool sind. Manchmal trage ich sie und stecke sie vorne mit einer Sicherheitsnadel zusammen. Aber da muss ich mir noch irgendwas überlegen. Und trotzdem mache ich mir sicherheitshalber schon mal Winterröcke und schau dann, vielleicht sollte ich mir so einen E-Roller kaufen oder so. Nee, Quatsch, das ist ja nicht das Gleiche wie Fahrradfahren. Ich fahre schon sehr gerne Fahrrad. Naja, aber ich habe die Kette geschert und werde dann bei Zeiten irgendwann, wenn ich Raum dafür habe, anfangen zu weben, wenn ich auch den zweiten Teil der Kette noch geschert habe. Und das wird eine einfache Köperbindung auf meinem großen Webstuhl. Mache ich einen ganz langen Stoff und dann werde ich daraus auch Röcke nähen. Sehr cool, da freue ich mich riesig drauf. So, was ich noch gemacht habe, auch mal was ganz anderes, ist, ich habe aus so ein paar Garn kleinen Garnmengen. Ich hatte euch in einer der letzten Podcast-Folgen gezeigt, dass ich so ein paar Garnproben gesponnen hatte, eigentlich fürs Faserlexikon aus Gotland und Black Welsh Mountain und so. Und aus manchen wollte ich dann eben was machen oder ich wollte vor allem noch mehr Beutel häkeln. Ich habe vor Jahren mir mal so einen Beutel, da habe ich auch Spinnwirtel drin, gestrickt. Aus irgendeinem, ich weiß nicht, was das, ich glaube pommersches Landschaft oder so. Und das hier sind jetzt zwei Beutel aus einem Gotland-Island-Mix. Das ist der hier. Und ein etwas größerer aus Black Welsh Mountain. Und das hat riesen Spaß gemacht, so hin und wieder. Mittlerweile häkle ich echt gerne hin und wieder mal. Ich hätte nicht wenig Lust, wieder anzufangen, mal so Amigurumis, so kleine Tierchen und so zu häkeln. Das wäre auch eine nette Idee, um Stash loszuwerden, also so Reste-Stash. Ich sammle ja immer aus Kursen und so alle möglichen Reste, so Faserreste und so, weil damit könnte ich die befüllen. auf jeden Fall sind da jetzt Spinnwirtel drin. Ich mache den mal auf, schwuppdiwupp. Hier habe ich meine neuen Spinnwirtel von Melanie, alias Faser und Stoff, drin. Den Shop verlinke ich auch unten, aber ein bisschen weiter unten bei einem Spinnprojekt, also falls ihr in den Shownotes guckt. Und hier sind auch Wirtel drin. Hier würden auch noch viel, viel mehr Wirtel reinpassen. Und wie man sieht, ich habe die einfach gerade, also einen Boden gemacht praktisch und dann gerade hochgehäkelt und hier dann einfach so ein Band eingezogen, das auch gehäkelt ist. Und hier sind auch ein paar meiner liebsten Spinnwirtel drin, die ich ganz gerne mag. Also der hier, den habe ich selber gemacht. Der hier ist von Palia und der hier ist von Paula Bund. Aber Paula Bund macht, glaube ich, im Moment keine Wirtel mehr. Aber die mag ich auch sehr, sehr gerne. Ups, nicht wegschmeißen. So, das sind die Beutel, die ich gehäkelt habe. Und dann habe ich eine Fliege gestrickt. Und zwar war Colin aufgefallen, er hat keine Fliege. Und es gab vorm CSD so einen Bürgermeisterempfang, wo er war. Oder
der Bürgermeister war bei denen beim LSVD oder so. Auf jeden Fall, die sieht jetzt viel heller aus, als sie eigentlich ist. Eigentlich ist das Lila sehr, sehr dunkel. Das kommt jetzt, glaube ich, gerade durch das Licht. Und die Kamera möchte das jetzt gerade nicht fokussieren. Aber, na, da ist es jetzt schon fast so ein bisschen echter. Aber es ist eigentlich noch ein dunkleres Lila. Ich guck mal, ob man das sehen kann, wenn ich euch noch näher ranhole. Nicht so wirklich, ne? Nee, das sieht dann nur noch blauer aus. Das ist die Fliege. Die Anleitung dafür findet ihr auch in den Shownotes. Die ist von Amy's A Stitch a Time ist der Blog und sie heißt The Gentleman's Bowtie. Und ich mag das Muster total gerne. Das ist kein Perlmuster. Da sind auch abgehobene Maschen. Aber dadurch, der Stoff wird sehr texturiert. Das ist total schön. Und ist super, super easy, weil man im Prinzip einfach ne, so wie so ein Band strickt und dann das Ganze hinten zusammennäht und dann kommt dieses Band hier drumrum. Das Band hier habe ich tatsächlich gehäkelt. Eigentlich wäre das in der gleichen Weise gestrickt wie das hier. Aber das ist mir dann irgendwie nicht so gut gelungen. Ich verlinke euch auch meine Projektseite im Blog dazu. Ich muss unbedingt meinen Projektblog mal aktualisieren. Da habe ich aber Notizen dazu und da könnt ihr das nachlesen. Aber an sich ist die Anleitung super cool und die Fliege sieht sehr schick aus. Ich frage Colin vorher nach seiner Erlaubnis, aber ich zeige euch ein Bild von ihm mit der Fliege. Ich finde, die steht ihm sehr gut und ich fand, das war irgendwie... Also er hatte sich das gewünscht tatsächlich, dass ich doch eine mache und ich fand, das war ein cooles Accessoire auf jeden Fall. Ich finde, das hat definitiv was hergemacht und... ja, hat was. Würde ich auch noch mal machen. So, im Grunde genommen arbeite ich, und da werde ich später einfach noch mal drüber sprechen, im Moment an einem neuen Tuchdesign. Ja, da freue ich mich sehr drauf. Es heißt Margareta und entsteht im Zuge meines Ahnenprojekts. Ich habe da schon ein paar Mal drüber gesprochen. Ich habe in den letzten Jahren sehr viel Ahnenforschung gemacht und hatte den Gedanken, Textilprojekte zu manchen Personen in meinen Ahnenlinien praktisch zu machen, um sie zu würdigen, zu dokumentieren und das damit zu verarbeiten. Und das ist das Tuch zu Margareta. Man kann jetzt wahrscheinlich nicht so viel erkennen, wenn ich den Entwurf, den ich hier gerade stricke, jetzt hier hinlege. Und das ist kein handgesponnenes Garn, sondern das ist einfach ein Lace-Garn, das ich mal bekommen habe. Das ist falsch rum. Jupp. praktisch gebraucht, also von einer Person, die es halt nicht mehr brauchte. Oh doch, man sieht es besser, als ich gedacht hätte. Sehr schön. dass ich jetzt einfach verwende, um diesen ersten Entwurf zu stricken, bevor ich tatsächlich das richtige Tuch aus dem Garn stricke, das ich noch nicht gesponnen habe. Wir hatten da in den letzten Podcast-Folgen schon mal drüber gesponnen, weil ich grün und lila einen Verlauf machen wollte und meine Färbung nicht so ganz geklappt haben und so. Vielleicht erinnert ihr euch, wenn ihr schon andere Folgen geschaut habt. Aber das werde ich zu einem späteren Zeitpunkt nochmal angehen, weil das Projekt lege ich jetzt auch erstmal zur Seite. Und werde weiter an dem Design arbeiten, wenn ich mit dem Tuch fertig bin, was ich jetzt gerade erstmal machen möchte. Ich werde jetzt erstmal an einem anderen Lace-Tuch arbeiten, dazu gleich noch mehr. Aber ich bin auf jeden Fall schon sehr happy. Ich finde das sehr schön. Diese Muster, da werde ich jetzt, glaube ich, nicht genauer drauf eingehen, wie diese Muster entstehen. Da werde ich in der nächsten Podcast-Folge oder in einer der nächsten Podcast-Folgen nochmal drüber sprechen. Es sind keine herkömmlichen Lace-Muster, aber da lasse ich jetzt die Spannung einfach im Raum stehen. Genau. So,
Ich habe etwas fertig gestrickt auch, was ich euch jetzt leider nur in Bildern zeigen kann, weil ich es nicht mehr da habe, was aber auch was Gutes ist. In einer, ich glaube, in Podcast-Folge Nummer 59 oder 60, ich bin mir nicht sicher, hatte ich euch, es kann auch 61 sein, hatte ich euch schon einen kleinen Babypullover gezeigt, den ich gestrickt hatte, für meinen Neffen. Und der war zu dem Zeitpunkt noch nicht auf der Welt, deswegen hatte ich den Pullover noch. Dann habe ich angefangen, noch eine passende Hose zu stricken. Und die habe ich mittlerweile verschenkt, weil mittlerweile ist er auf der Welt. Und das Ganze ist entstanden aus einem handgesponnenen Garn. Das wiederum habe ich gesponnen aus einem Kammzug von Regenbogenwolle, Divinity. Ich habe mir jetzt natürlich nicht notiert, was das für Fasern waren. Aber auch das, ne, ich verlinke auch das Spinnprojekt unten. Das war ein Garn, so Nadelstärke 3 mm. Gestrickt habe ich tatsächlich dann mit 2,75 und zwar nach der Anleitung Hosenmatz. Ich habe extrem lange nach einer passenden Anleitung gesucht, die mir gut gefiel und bei der ich irgendwie nicht zu viel umrechnen muss und so. Ich wollte für Größe 3 stricken, weil es war ja praktisch Sommer, aber ich wusste, Wollsachen werden dann erst wahrscheinlich getragen werden, wenn Baby irgendwie ein paar Monate alt ist oder so. Deswegen wollte ich Größe 3 stricken. Meine Maschenprobe ist ein bisschen kleiner ausgefallen, als die in der Anleitung angegeben ist. Und ich habe dann so ein bisschen rumgerechnet und habe gedacht, ich rechne Größe 3 um. Aber dabei bin ich auf Maschenzahlen gelandet, die praktisch, ich glaube, Größe 2 entsprochen haben. Also habe ich praktisch einfach Größe 2 gestrickt, wenn mich nicht alles täuscht. Ich hoffe, ich habe das verständlich erklärt. Und habe mich dann praktisch bei den Längenangaben einfach, ne, an Größe 3 orientiert. Wenn da steht, weiß ich nicht, strickt 24 cm, habe ich natürlich 24 cm gestrickt. Aber beim Anschlagen der Maschen und so habe ich mich dann eben bei der kleineren Größe oder bei der größeren orientiert. Ich habe jetzt leider die Anleitung auch nicht hier. Sonst könnte ich nachgucken, welche ich mir da eingekringelt habe. Super duper. Und das ging auch super, super schnell. Und die Tatsache, dass die Beine gleich sind, ist purer Zufall. Was ein Glück kann man haben. Weil der Kammzug hatte eine Farbabfolge, aber, und ich habe das Navajo verzwirnt, aber ob das Garn tatsächlich, ne, sowas kann man ja schlecht planen, weil die Farbabschnitte waren ja ungleichmäßig lang und wo ich dann rauskomme, wenn ich praktisch das Bündchen und den Po und das eine Bein gestrickt habe, das weiß man vorher ja nun nicht wirklich. Und dass das so gepasst hat, fand ich einen extrem krassen Zufall, dass ich wirklich, als ich das zweite Bein anschlug, merkte, ich bin praktisch wieder bei der gleichen Farbe und der Farbverlauf hat sich tatsächlich im zweiten Bein so wiederholt. Puff. So viel Glück muss man erstmal haben. Also es war keine Absicht. Ich habe nicht irgendwie Garn abgewickelt oder so. Im Gegenteil, ich habe zum Schluss für das Bündchen vom zweiten Bein tatsächlich noch ein bisschen Restgarn nehmen müssen, das von dem Baby Tee, also von dem Pulli, den ich vorher gemacht habe, übrig geblieben ist. Was extrem cool ist, weil ich habe praktisch das ganze Garn für diese beiden Projekte aufgebraucht. Insgesamt habe ich für die Hose ungefähr 113 Gramm Garn verbraucht. Finde ich super. Ist natürlich, wenn ich jetzt Garn gekauft hätte, ist das echt so ein bisschen, ne? Dann hätte man ja so ein Knäuel praktisch aufgebraucht und hätte noch ein zweites anbrechen müssen, aber so hat das jetzt total gut gepasst. Und es war ja in dem Fall so, dass ich eben, ne, von dem anderen Strang was nehmen musste. Also der Strang, mit dem ich das angefangen habe, hatte 250 Meter ungefähr und insgesamt habe ich praktisch 280 Meter verbraucht. Also ich habe noch ungefähr 30 Meter von dem anderen genommen. Aber es hat super gepasst. Und ich glaube, ich hatte jetzt noch so einen Mini-Mini-Knäuel über. Das heißt, ich habe das Garn gut verbraucht und bin super happy mit der Hose und bin gespannt. Also es wird natürlich noch ein bisschen dauern, bis Baby das trägt.
weil es auch einfach noch viel zu warm ist. Aber ich hoffe, es passt alles und auch noch, weil Baby ist recht groß und ich hoffe, es passt auch noch alles, also finde ich jetzt auch, für die 3, 2 Monate, nee, noch nicht mal, die das jetzt 6, 8 Wochen, doch 2 Monate. Mal gucken, wie das dann so in 3 Monaten ist, wenn es so richtig kalt ist und es damit Zeit ist für Wollprojekte. Aber ich hoffe, dass dann alles noch passt. Sprechen wir über aktuelle Projekte. Jetzt geht es um das, was ich gerade alles so mache. Ich habe euch schon diesen Verlauf gezeigt. Den Blau-Grau-Verlauf. Auch das ist eine interessante Geschichte, einfach weil der Verlauf erstmal in die Hose gegangen war beim Kardieren. Und dann habe ich dieses Blau dazu genommen. Vorher sah alles einfach sehr grau aus, obwohl ich dachte, es wird grün-grau, aber nein. Und dann habe ich mir diese blaue Merino dazu genommen. Hier ist sehr viel Blue-Faced Leicester und ich glaube Shetland drin und noch ein paar andere Fasern. Und mittlerweile habe ich schon gar keinen Überblick mehr, was da alles drin ist, weil ich hier so viel irgendwie zusammengemischt habe und versucht hatte, irgendwie so ein paar Reste aufzubrauchen. Und dann habe ich diesen Verlauf kardiert und jetzt habe ich ihn fertig gesponnen. Yay! Das Projekt ist noch nicht fertig, weil das Garn verzwirnt wird. Hier fehlt auch ein Garn, das ich fertig versponnen habe, aber das ich drüben auf der Spindel habe. Das ist praktisch Nummer 21. Das ist dann noch ein bisschen grauer als das hier. Aber ich finde, der Verlauf an sich ist super, super gut gelungen. Das sind also insgesamt 21 Farbstufen und je mehr Farbstufen man in solchen Farbverläufen hat, desto fließender sind die einfach immer. Und ich finde das so schön. Deswegen habe ich jetzt auch alle ausgepackt, obwohl ich euch auch einfach diese Probekarte hätte zeigen können. Da sieht man das natürlich auch fantastisch. Aber das ist doch hübsch. Jedes dieser Knäule hat, wenn mich nicht alles täuscht, so um die 30 Gramm. Und ich werde jede Farbe mit sich selber verzwirnen. Das heißt, ich gehe hierher, verzwirne das, wahrscheinlich Ketten verzwirnen, dass es ein Dreifachgarn wird oder Navajo, wenn euch das mehr sagt. Und dann das nächste, ne? So, dass ich ganz viele kleine Knäule habe. Und dann wird das eine Jacke oder ein Pullover. Ich bin noch nicht ganz sicher. Ich tendiere eher zu einer Jacke. Aber andererseits, mehr Pullover können auch nicht schaden. Zumal ich im Moment so ein bisschen das Ding habe, dass ich meine alten Pullover alle kaum trage. Nicht nur, weil es so warm ist, sondern auch, weil ich angefangen habe, diese Röcke zu tragen, von denen ich vorhin gesprochen habe, von denen ich euch Bilder gezeigt habe. Und das Problem ist so ein bisschen, dass dadurch, dass sie in der Taille sitzen im Prinzip, dass ich darüber keine von meinen Pullovern tragen kann, die eigentlich Normallänge haben, weil das komisch aussieht. Ja, weil dann ist da, die haben halt sehr viel Stoff und das sieht an sich gut aus, aber ich bräuchte eigentlich was, was nur bis zur Taille geht, weil die dann irgendwie so ein bisschen betont ist und das so ein bisschen netter aussehe. Ja, deswegen überlege ich gerade, mir ganz viele neue Sachen zu machen und vielleicht auch die alten Pullover aufzumachen. Ich bin mir noch nicht hundertprozentig sicher. Oder zumindest zu kürzen. Mal gucken. So, aber erstmal ist der Faden fertig. Und auch da, normalerweise mache ich ja gerne erst ein Projekt fertig und arbeite dann an was anderem. In diesem Fall lasse ich die jetzt einfach erstmal liegen. Habe ein anderes Spinnprojekt angefangen, weil das für mich jetzt gerade in dem Moment wichtig ist. Ich habe das noch fertig gemacht. Das ist auch erst letzte Woche, Anfang letzter Woche fertig geworden. Habe es also fertig gesponnen und jetzt kommt alles in ein Kästchen und wartet darauf, dass ich Raum und Zeit habe, diese Fäden zu verzwirnen. Ich muss ehrlich sagen, ich weiß nicht, was das für eine Stärke wird. Mal gucken, weil auch hier, klar, ich habe das hier, sind Zweifachproben. Die sind natürlich auch alle weitestgehend mit sich selber verzwirnt. Und da ist das Garn bei diesen Proben, diese Proben sind nicht wirklich beim Spinnen entstanden, sondern die habe ich praktisch wie so extra gemacht. Und die sind mitunter ein gutes Stück dicker, als diese Fäden hier jetzt tatsächlich sind. Ich habe die alle mit Handrocken und Spindeln gesponnen. Da spinne ich in der Regel recht fein. Und manchmal auch ziemlich fest. Mal gucken, wie das dann wird, wenn ich die verzwirnt habe. Aber
Ich finde, das darf auch ruhig so eine Durchschnittsstärke sein, weil gerade bei Pullovern und Jacken habe ich nicht gerne zu dünne Garne. Deswegen ist auch mit ein Grund, warum ich sie dreifach verzwirne, weil das Stricken halt auch sonst einfach so super lange dauert. Und ich finde, das darf ruhig so ein bisschen robuster sein. Es muss nicht alles immer super feiner Feinstrick sein. Und ich weiß noch, ich habe einen Pullover aus so einem super, super, super dünnen Garn gemacht und es dauert halt. Die Optik ist zwar auch sehr schön, aber ich versuche da immer einen Kompromiss zu finden. Im Zuge dieses Projekts habe ich auch die Wirtel getestet von Melanie, die ich euch vorhin gezeigt habe. Hier die, sind das die? Ja. Aus Ton, wenn mich nicht alles täuscht. Die mag ich sehr, sehr gerne. Und ich habe einen Handrocken, den ich bei ihr gekauft habe, getestet. Und Spindelstäbe. Die werde ich euch bei Zeiten auch noch mal in einem eigenen Video zeigen. Ich mache ein Video über Spindelstäbe und über das Bewickeln von Spindelstäben und stelle euch da diese Spindelstäbe auch noch mal ein bisschen genauer vor. Deswegen greife ich da jetzt gar nicht so viel vor. Aber das sind handgeschnitzte Spindelstäbe. Und das finde ich extrem cool. Hier ist sogar einer, der sehr gut zum Projekt passt, weil er türkis ist. Ist der nicht schön? Ich möchte bitte noch mehr davon. Und die habe ich bei diesem Projekt auch getestet und bin sehr, sehr happy. Das kann ich auf jeden Fall schon mal sagen. Aber wie gesagt, da werde ich noch mal genauer drauf eingehen. Handgeschnitzte Spindelstäbe. Tolle Sache das. Genau. Also das heißt, ich werde auf jeden Fall noch mal zu diesem Projekt zurückkommen und ihr werdet das auf jeden Fall noch mal sehen. Aber erst, wenn die Projekte abgeschlossen sind, an denen ich sonst gerade so arbeite. Das bringt uns zu meinem nächsten Spinnprojekt und einem etwas persönlicheren Spinnprojekt. Wenn nicht eigentlich alle Projekte irgendwie was Persönliches haben. Wir bringen ja in jedes Projekt, gerade bei der Arbeit mit Wolle oder Spinnen besser gesagt, irgendwie von uns was mit rein. Und für mich gilt das ganz besonders. Ich habe immer einen Bezug zu dem, was ich spinne und nicht unbedingt immer eine Projektidee, aber immer irgendwas, was da mit reinläuft. Und gerade bei meinen Garnen, beim Stricken so ein bisschen, na, aber bei Lace-Tüchern zum Beispiel schon dann eher. So, aber für mich war es in den letzten Wochen jetzt so ein starkes Bedürfnis zu spinnen. Und ich habe gemerkt, dass mir Spinnen unglaublich gut getan hat. Dass mich Spinnen in schwierigen Situationen immer noch mehr als sonst praktisch wieder runtergeholt hat, zu mir geholt hat. Und ich hatte dann auch mitunter Tage, an denen ich einfach nur spinnen wollte. Ich wollte mich einfach nur hinsetzen und spinnen und nichts anderes machen. Das hat nur bedingt geklappt, aber das war so das Ding. Und dann habe ich gedacht, ich möchte ein Projekt machen genau für dieses Gefühl. Ich hatte die Fäden, die blau-grauen Fäden fertig gesponnen, die ich euch gerade eben gezeigt habe. Und habe gedacht, ich will jetzt nicht irgendwas einfach anfangen, sondern ich möchte was machen, genau um mir dabei zu helfen. Und damit natürlich auch irgendwie so ein gewisses Komfortspinnen. Aber ich brauche auch immer ein Ziel. Also das heißt, ich habe jetzt nicht einfach irgendwas genommen und angefangen zu spinnen, sondern ich wusste, dieses Garn muss dann auch was werden. Dieses Garn muss mir helfen, das den Verlust zu verarbeiten, meine Trauer, meine Wut, da fließt auch ganz viel Wut mit rein, zu verarbeiten. Und ich wusste, ich will was Dunkles oder etwas, was noch dunkler wird, und das wird es auch, um praktisch, ja, eine Art Trauertuch zu machen. So, das heißt, das war so die Idee, ohne großen, konkreten Plan. Ich wusste auch, ich möchte ein Lace-Tuch stricken. Also habe ich geguckt und ich habe im Stash diese Kammzüge gehabt, zwei von Regenbogenwolle.
namens Jaspis, also die Färbung heißt Jaspis. Und die hat mich tatsächlich direkt total angesprochen, eben weil sie von sich aus schon so dunkel und abgetönt ist und so diese vielen super, super dunklen Stellen hat. Aber auch sowas wie dieses Orange, was jetzt roter wirkt, glaube ich, in der Kamera. Ich bin gespannt, wie es am Computer aussieht, als es tatsächlich ist. Das ist mehr sowas wie so ein Rost-Orange eigentlich. Ja. Und die Wolle ist tatsächlich Puntas Arenas, ist ein Ort in Chile. Und das ist im Prinzip, ich will jetzt nicht sagen eine chilenische Schafrasse, aber es ist auf jeden Fall Wolle aus Chile. Und das fand ich halt auch sehr cool, wie ich vorhin kurz erwähnt habe. Mein Vater war sehr viel in Lateinamerika. Mein Vater hatte sein Herz eigentlich in Lateinamerika. Eigentlich eher so Richtung Guatemala, aber Chile ist auch Lateinamerika. Ich habe mir dann diese Kammzüge genommen und weil ich gesagt, ich habe ja gerade gesagt, ich wollte Komfort spinnen. Ich wirklich wollte so spinnen, dass ich da alles reinfließen lassen kann, dass sich das einfach richtig gut anfühlt. Und deswegen habe ich mir den ersten Kammzug in zwei Hälften geteilt. Das ist die zweite Hälfte. Und die erste Hälfte habe ich praktisch schon komplett versponnen, aber ich habe mir da Rolex draus gemacht. Das heißt, ich habe das nur ein paar Mal über Handkarten gezogen und dann solche super luftigen, lockeren Rolex daraus gemacht. Und das sind jetzt die letzten, die von der ersten Spule noch übrig sind, von den ersten 50 Gramm. Ich habe mir tatsächlich praktisch für das Projekt etwas gekauft, was ich mir schon ewig kaufen wollte. Nämlich die feineren Handkarten von Ashford. Ich habe 72er Handkarten von Ashford und das hier sind die 108er. Handkarten. Und die wollte ich schon ganz lange haben, nicht nur für mich, sondern auch für Kurse und um die zu zeigen. Ich habe ein paar Chromsky-Handkarten, die ähnlich fein sind, aber ich mag die Chromsky-Handkarten nicht so gerne. Also ich persönlich arbeite nicht so gerne damit. Und das ist super, die zu haben, um genau das auch vergleichen zu können, auch in Kursen und so, aber es ging um mich. Hier ging es jetzt erstmal um mich und ich fand, das war ein guter Anlass, um zu sagen, du schaffst die jetzt doch mal an, weil ich eben wollte, dass die Rolex wirklich, wirklich fein und sauber werden. Und ich wollte die mit feineren Handkarten machen, weil ich eigentlich einfach gerne mit feineren Handkarten arbeite und das total toll finde. So, deswegen habe ich die gekauft. Die sehen jetzt noch sehr, sehr, sehr neu aus, aber hey, ich finde sie ganz toll. Ich arbeite sehr gerne damit und wahrscheinlich werden die bald so aussehen wie die alten. Ich zeige euch mal einen Vergleich. ich spinne die Rolex auf meinem Luette Victoria, weil das Luette Victoria einen Schnellspinnflügel hat. Oder ich habe den Schnellspinnflügel für das Luette Victoria. Ich mag auch meine Blisses sehr gerne. Aber der Schnellspinnflügel erlaubt es mir, noch einen Tick zügiger zu arbeiten und sehr fein zu arbeiten. Und das ist das, was ich wollte. Ich wollte einen super, super, super feinen Faden. So fein, wie ich es halt gerade so kann und ich spinne praktisch in einer Art doppeltem langem Auszug. Ich zeige euch davon auch eine Aufnahme. Und das ist für mich eine Art des Spinnens, die mir unglaublich Spaß macht, die mich sehr entspannt, die mich auch sehr fokussiert, weil meine Hände beschäftigt sind und weil ich sehr im Einklang bin mit dem, was ich tue und mit der Art, wie meine Füße treten. Und das ist auch ein bisschen Grund, warum ich jetzt das am Spinnrad spinne und nicht mit Handspindeln. Viele von euch wissen, ich bin ein großer, großer Spindelfan. Aber zwei Sachen. Das eine ist, Spindeln reden noch mehr mit einem als Spinnräder. Das heißt, Spindeln sagen einem noch eher, wenn man gerade nicht so gut drauf ist, wenn, dann drehen die nicht richtig, dann fallen die runter und so weiter. Also Spinne ist durchaus sehr tagesformabhängig, finde ich persönlich. Und
Das ist einerseits gut und andererseits wollte ich ein Gerät, auf das ich mich verlassen kann, das mir quasi das einfach mitmacht, was ich sage, so ungefähr. Und das macht ein Spinnrad, finde ich, eher als Handspindeln. und das, darum geht es ja. Das ist alles sehr individuell, aber das ist mein Empfinden. Und genau dieses Hinsetzen und Treten und also mich auch hinsetzen müssen und auch, ich versuche tatsächlich mehr auch zwischendurch mal einfach 10 Minuten am Spinnrad sitzen, was ich sonst nicht mache, was sonst für mich immer ein Argument für Spindeln ist. Ja, dass man eben mal zwischendrin auch 10 Minuten spinnen kann, mal einen Rolex spinnen kann. Tatsächlich, dadurch, dass der Faden so fein ist, bin ich hier im Moment nicht wirklich schneller, als ich sonst mit, bei normalen Projekten im Prinzip mit Spindeln bin. Ich spinne jetzt seit einer Woche irgendwie an dieser Spule. Also, und das sind 50 Gramm. Ne? Also es geht nicht schnell. Aber es tut gut. Es tut sehr, sehr, sehr gut. Und mir gefällt der Faden unglaublich. Mir gefallen die Farben unglaublich. Das Ganze soll ein Single-Garn bleiben, das heißt, das wird nicht verzwirnt, sondern der Faden ist so, wie er ist. Ich gucke, wie er aussieht, wenn er fertig ist. Ich werde den ein bisschen anfilzen und wenn er dann noch ein bisschen zu viel Drall hat, dann setze ich mich nochmal ans Rad und hole ein bisschen was raus. Aber erstmal ist der Plan, dass der so bleibt, wie er jetzt ist und damit dann ein wirklich feines, aber auch ein bisschen luftiges und texturiertes Garn gibt für ein Lace-Tuch, das dann durchaus ein bisschen mehr so einen Faserschimmer hat. Also es wird nicht so super, super glatt oder so, weil das wird beim Filzen auch noch mal ein bisschen aufgehen. Ja, und das ist eben, die erste Spule ist jetzt fast voll und dann werde ich das haspeln und nachbearbeiten. Und im Moment überlege ich auch direkt mit dem Stricken anzufangen. Genau, und dann währenddessen das nächste zu spinnen. Wobei ich dazu sagen muss, dass ich noch kein Design habe. Also das wird jetzt auch irgendwann in den nächsten Tagen, denke ich, entstehen oder zumindest anfangen zu entstehen. Und der Plan ist tatsächlich, das klingt jetzt vielleicht blöd und gemein, weil ich habe ja diese Färbung und so, aber der Plan ist tatsächlich, das Tuch zu stricken und das Tuch dann zu überfärben. Also das heißt, ja, das sind diese tollen Farben und die werden ja auch nie, das Tuch wird nicht komplett schwarz, niemals, weil es eben diese unterschiedlichen Farben haben und wenn ich da praktisch ein bisschen schwarz, also eigentlich nur grau, drüber mache, wird jede Schattierung trotzdem anders aussehen, weil wir haben hier diese grünen Bereiche, wir haben diese rostfarbenen Bereiche und es gibt halt noch so diese lila Töne hier, sieht auch, das ist sehr viel dunkler eigentlich. Und die werden alle unterschiedlich aussehen, wenn da Grau drauf kommt. Aber ich möchte das Ganze eben wie so ein bisschen abtönen. Und ich möchte das Ganze praktisch, ja, wie in der Trauer so ein bisschen eingehen lassen, einweichen in die, versteht ihr, was ich meine? Und das nochmal verändern, ja, sodass das einfach, dass dieses Projekt sowohl der Faden als auch die Fasern verschiedene Stadien der durchgehen, so wie was sie eh tun. Das ist einfach, weil Arbeit ist ein Prozess mit verschiedenen Stadien, aber so wie die Trauer im Prinzip auch. Das ist das Projekt und es tut unglaublich gut, weil jedes Mal, wenn ich mich hinsetze, kann ich an ihn denken, kann ich daran denken, kann ich damit arbeiten und kann mich weiterentwickeln und kann meine Gefühle irgendwie analysieren und auch manchmal einfach runterkommen und einfach da sein, in diesem Moment sein mit diesem Garn. Und that's it. Ja, das tut sehr gut. Das tut sehr gut. Sprechen wir über Projekte, die nicht so gut tun. Während meines Kreativmonats und bevor wir in Urlaub gefahren sind, habe ich gedacht, ich brauche noch ein Unterwegsprojekt. Ich brauche irgendwas Kleines, was ich in den Rucksack tun kann, was ich überall auspacken kann, im Auto stricken kann, im Café stricken kann, am Strand stricken kann und so. Und
Ich hatte diese Swifter-Garne und zwar ungefähr 200 Gramm insgesamt und habe gedacht, oh, das ist eine tolle Menge für Stulpen. Und jetzt hatte ich die in so einer Art Verlauf gestrickt, dass ich dachte, das wäre vielleicht lustig. Ja, dann eine so und vielleicht aber sogar noch ein bisschen mehr Abwechslung und habe halt nach Anleitungen geguckt, die das Ganze vielleicht ein bisschen spannender machen und nicht einfach nur rechts hoch, zumal die da meistens auch nicht so gut sitzen. So, das war mein Gedanke. Dann habe ich die Anleitung gefunden, Little Wizard, Socks heißen die, glaube ich, eigentlich, aber es sind halt Stulpen, wobei es auch eine Sockenvariante gibt, von Knittime, genau. So, verlinke ich euch natürlich auch. Auch das Spinnprojekt, also wie diese Garne aus Swifter entstanden sind und so. Grundsätzlich, das sind zweifach gezwirnte Garne, die relativ kuschelig dick sind. Also sie sind insofern nicht kuschelig, als dass Swifter jetzt nicht so krass weich ist, aber für mich ist es kuschelig genug. Ungefähr Nadelstärke 4, so von der Stärke her. Und ich finde die klasse. Ich finde die Garne total schön. Auch, dass die so ein bisschen puffig sind. Die sind sehr im langen Auszug gesponnen. Und so. Jetzt ist das Ding. Ich habe die dann auch als Unterwegs-Projekt mitgenommen. Die Anleitung ist super. Die Anleitung gibt es auf jeden Fall auf Deutsch und auf Englisch, wenn mich nicht alles täuscht. Ich habe die auf Deutsch, meine ich. Und das... Die Stulpen, und das war das Ding, warum ich mir die ausgesucht habe, sehen super, super schön aus mit diesen Zöpfen. Das sieht total fantastisch aus. Auf den Bildern zumindest sieht es so aus, als würden die super gut sitzen, weil die natürlich nicht so krass elastisch sind. Ich habe die auch schon anprobiert, und also weil ich auch wissen wollte, ne? Hier oben nimmt man nämlich zu, dass die auch wirklich passen. Und die sitzen super, super gut. Und so, hier komme ich auch gerade so rein, das ist fantastisch. Und der Zopf ist auch wirklich, wirklich hübsch. Ich finde es nur total ätzend. Und ich muss mich jedes Mal überwinden. Ich habe ganz oft im Auto gesessen und habe gedacht, so, du strickst jetzt weiter an diesen Stulpen. Das Ding ist, bei dem Zopf, also erstens mal, man zopft in jeder zweiten Runde. Und trotzdem, ich kann mir das nicht merken. Habe ich in der letzten Runde gezopft oder nicht? Ich kann mir das nicht merken. Und so wie es am Anfang war, konnte man es auch nicht sehen. Also weil praktisch das Garn, die Hauptfarbe immer dahinter, weil ich die immer dahinter geführt habe einfach und das dann immer einfach oben raushing, das neue Garn oder das Garn, nicht das neue Garn, das Garn von dem Zopf. Und ich konnte nicht lesen, ich konnte nicht sehen, habe ich da gezopft oder habe ich nicht gezopft. Kann ich übrigens bei Zöpfen immer super schlecht. Habe ich vor 2 Reihen gezopft oder vor 3 Reihen? Also das fällt mir immer schwer. Ich kann an sich Maschen, Bilder gut lesen, aber Zöpfe fallen mir immer schwer. Ich kann theoretisch ohne Zopfnadel zopfen, normal zopfen. Hier ist aber der Punkt, damit das so I-Cord-artig aussieht, wird nicht einfach nur gezopft. Es sind halt 4 Maschen, aber die werden dabei auch noch in sich verdreht. Mehr sage ich dazu nicht, weil es steht ja in der Anleitung, ja? Also, und das finde ich super nervig. Also das heißt, erstens, ich brauche eine Zopfnadel und zweitens ist das immer irgendwie so ein... Also es ist nicht meins. Es ist nicht, dass es schwierig ist in dem Sinne, sondern ich habe einfach keine Lust dazu. Ich war jedes Mal, oh, da kommt jetzt gleich wieder der Zopf. Ich habe keine Lust. Und dann oh, eine Runde so. Aber auch da kommt dann wieder ins Spiel. Ich bin kein Typ für mehrere Garne. So, und man muss ja 2 Zöpfe machen. Das heißt, in der Regel hat man 3 Knäule da, beziehungsweise ich habe es dann so gemacht, dass ich bei einem Knäuel habe ich schon nur eins aus der Mitte und eins von außen, um die Zöpfe zu machen. Und das war meine Hauptfarbe für den Teil. Ne? Und ich finde das super schön, auch wie der Verlauf läuft und die Zöpfe unterschiedliche Farben haben und so. Aber diese Fäden... Und so, das macht mich kirre. Also ich wäre nie jemand für Fair Isle. Ich habe da vor ein paar Jahren drüber schon gesprochen.
dass ich sowieso da einfach mit der Spannung immer so Schwierigkeiten habe. Und ja, das ist bestimmt eine Übungssache und dass man dann immer die Fäden wechseln muss und ja, mit beiden Händen stricken und so. Aber allein die Tatsache, dass da mehr Fäden als irgendwie einer, macht mich wahnsinnig. Ich bin dann, sobald ich irgendwie mal Zeit und Platz habe, weil wenn ich jetzt zum Beispiel im Auto stricke, dann habe ich die alle irgendwie in der Tasche und ziehe einfach immer nur raus, was ich brauche. Und dann bin ich immer hergegangen und habe angefangen, die Fäden zu sortieren. Und dann muss der eine da liegen und dann muss der andere da liegen. Und dann beim Stricken muss ich das so drehen, dass die sich nicht verdrehen. Und dann wieder auseinander zu sortieren und das Knäuel dann dahin legen und das Knäuel wieder dahin legen, weil mich das sonst kirre macht. Und ich kann natürlich für unterwegs nicht irgendwie 3 Garnschalen haben oder so, ja, wo die dann drin sind oder so. Dann ist es kein Unterwegsprojekt mehr. Dann ist es ein Zuhause an der und der Stelle Projekt. Und ihr seht schon, da ist, gut, im Moment ist in mir auch eine Menge Unverarbeitete, ne? Aber das sei dahingestellt. Das lasse ich jetzt an diesem Projekt aus. Ich meine, ich hatte da ja vorher schon angefangen. Und vorher war das einfach nur so ein, ich will das nicht, so. Und dann, jetzt im Moment ist es halt, ich gehe gar nicht mehr dran. Obwohl ich ja jetzt beim Bündchen bin. Aber das macht mich so verrückt. Allein der Gedanke, dass ich ja dann irgendwann die zweite anfangen muss. Dass ich, nee. Und ich finde das total spannend. Ich habe das auf Instagram gepostet und habe euch das praktisch auch beschrieben. Und wie unterschiedlich eure Reaktionen waren, fand ich total spannend. Also es gab im Prinzip 2 bis 3 Lager. Also die einen haben gesagt, Ribbel auf, lohnt sich nicht, das Leben ist zu kurz für, ne, Sachen, so, die keinen Spaß machen. Das andere Lager war, halt durch und ne, dann am Ende hat sich's gelohnt und dann hast du die tollen Stulpen und so. Das finde ich super, super cool, weil im Prinzip bin ich auch so ein, normalerweise so ein Durchhalter und denke mir, ne, komm, du willst die fertigen Stulpen haben, du ziehst das jetzt durch. Ja? Aber ich glaube, auch sowas hat halt Grenzen und manchmal muss man halt auch hinhören, ob sich das lohnt oder nicht. Was ich spannend fand, war, dass manche von euch dann auch gesagt haben, na, am Ende machst du die Stulpen fertig und trägst sie dann nicht, weil du so eine komische Beziehung dann dazu hast, weil das Stricken so war. Das ist auch ein Punkt. Ich glaube, mir persönlich wird es nicht unbedingt so gehen, aber ich finde, das ist ein sehr valider Punkt. So. Und ich kann auch diese Durchhaltemotivation und Anfeuerung von euch voll nachvollziehen, weil so bin ich eigentlich auch gestrickt. Also, Pan. Und würde das manchen anderen auch sagen. Probier doch, ob du es nicht einfach durchziehen kannst. Aber wie gesagt, ich finde, es lohnt sich halt hinzuhören. Lohnt sich das? Ist diese Energie, die ich da jetzt reinstecke, dann und dieses ständige Überwinden, diese Stulpen wert? Was ich auch interessant fand, war, dass manche von euch gesagt haben, na, leg's erstmal zur Seite. Das kann ich tatsächlich persönlich ein bisschen weniger nachvollziehen, aber ich glaube, das ist auch was sehr, sehr Individuelles, weil ich diese Garne mag und verarbeiten will und grundsätzlich selber so bin, ich meine, ich verbringe sehr viel Zeit mit dem Spinnen meiner Garne und will sie halt auch verarbeiten. Und wenn ich tatsächlich mal Projekte habe, es gibt 1 oder 2, die dann irgendwie ein bisschen mehr in der Ecke landen, dann stolper ich da auch immer drüber und das gibt mir ein furchtbar nicht schlechtes Gewissen, aber schon irgendwie, aber mir selber gegenüber, ne? Weil das sind ja meine Garne, das ist Zeit und Arbeit, die ich da reingesteckt habe und mehr dann so ein Frustgefühl auch, so ein, oh wie schade, ich würde gerne, da liegt dieses verarbeitete, halb verarbeitete Garn und das sind Stunden über Stunden von meiner Zeit, die da reingeflossen sind und meiner Liebe und meiner ja, Leidenschaft irgendwo und das liegt da, das ist so, nee. Und jetzt just gerade bei dem Garn, ich will, also erstens will ich Stulpen haben, der Winter kommt und ich will Stulpen haben, und also Beinstulpen. Ich habe ein anderes Paar an ein Kind abgegeben, im Moment werden irgendwie auch meine Klamotten alle annektiert.
Und ich hatte mal noch ein anderes Paar, das ist aber hinüber, das war aber auch gekauft. Also ich habe ein Paar noch aus Hand gesponnen, das ist grün und die sind sehr fett. Die mag ich gerne, aber die kann ich nicht zu allem tragen und nicht immer. Und ich hätte halt gerne noch ein paar Stulpen. Und ja, deswegen, ich bin noch nicht hundertprozentig fertig. Ich danke euch für euer ganzes Feedback, aber ich bin sehr nah am Ribbeln. Ich bin sehr nah am Ribbeln. Auch wenn es ätzend wird zu ribbeln, mindestens genauso wie zu stricken, weil, jetzt ist die andere Kamera gerade ausgegangen, aber weil ich muss ja die beiden Zöpfe auch ribbeln und die sind ja innen und außen von diesem Knäuel. Und das wird ein bisschen lustig beim Ribbeln. Naja, das ist das. Aber ja. Ich glaube schon. Ihr könnt ja, falls ihr das nicht schon auf Instagram oder auf Facebook getan habt, hier in die Kommentare auch nochmal schreiben, was ihr meint. Ich bin sehr gespannt, zu welchem Lager gehört ihr und was meint ihr. Aber also ich glaube nicht, dass ich die nahe Zukunft fertig stricke und dann ribbel ich, glaube ich, lieber als zu sagen, ah, ich warte mal ab, wie ich mich in einem Jahr fühle oder so. Dafür ist mir das gar nicht. Da ist Kaschmir drin. Da ist Kaschmir drin. Nö. Ich habe aber noch ein Strickprojekt und das Strickprojekt macht richtig viel Spaß und ich bin total begeistert. Ich glaube, ich werde noch einen stricken. Also, ich hatte euch letztes Jahr wahrscheinlich schon, ich nehme mal an, ja, gesponnen 2022, also letztes Jahr habe ich dieses Garn hier gesponnen. Man sieht jetzt nur auch Farbverlauf. Ich liebe Farbverläufe. Man sieht den hier nur so ganz subtil. Weil er eigentlich auch noch viel weiter geht, von diesem etwas bläulicheren Grün in ein tieferes Grün mit etwas Braun. Und ich hatte eigentlich ursprünglich überlegt, ob ich damit was anderes mache. Und dann habe ich aber gedacht, ich mache doch ein Kleidungsstück und bin über diese Anleitung gestolpert. Das ist, das ist ein Top, Zip, ne? Das keine Ärmel hat, also kurze Ärmel, sagen wir es so. Und in einem Stück runtergestrickt wird, Beyond the Dunes heißt das, von Hinterm Stein. Klasse Anleitung, sehr ausführliche, tolle Anleitung. Ich finde den Schnitt total schön. Und auch wenn ich am Anfang erstmal, also die Anleitung, man muss echt lesen, aber wenn man liest, dann geht's. Ich habe am Anfang, man schlägt praktisch an einer Schulter, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob es die war oder die andere, an. Hier ist ein provisorischer Maschenanschlag. Da kommt also auch noch ein Bündchen dran. Auf jeden Fall schlägt man eine Schulter praktisch an und strickt dann erstmal so runter und dann später auf die andere Seite. Und da habe ich erstmal kompletten Mist gebaut und musste alles wieder aufribbeln. Und da hatte ich schon einen Teil vom Rücken gestrickt und musste dann trotzdem alles nochmal aufmachen. Oder war es von vorne gestrickt? Ich glaube, man strickt erstmal die Seite hier und dann die hintere. Sei es drum. Überhaupt gar kein Ding. Also kurz nochmal so zu so ein paar Details. Also das ist ein Garn aus Shetland, Manx und Corriedale habe ich da zusammengemischt. Das ist zweifach verzwirnt, ist ein sehr kuscheliges Streichgarn. Ich finde das Strickbild auch super, super toll. Hat ungefähr 18 WPI, also ungefähr eine Nadelstärke 3 mm, wobei ich... Stricke ich mit 3 mm oder stricke ich nicht mit 2, doch, ich stricke mit 3 mm. Ah ja, genau, da unten sind meine Nadeln auch drin mit den kleinen Haia-Haia-Stoppern. Also ich stricke sehr gerne mit Metallnadeln und benutze die Haia-Haia-Nadeln. So, auch hier musste ich natürlich so ein bisschen rechnen, weil meine Maschenprobe ein bisschen anders war. Und ich habe die Größe XL angeschlagen. Nicht, weil ich wirklich XL brauche, sondern weil ich einfach ein bisschen rumgerechnet habe, auch da mit der Maschenprobe. Im Endeffekt bin ich mir nicht sicher, ob ich es nicht doch hätte, eine Nummer kleiner machen können. Aber gut, jetzt ist es so, wie es ist und jetzt stricke ich es fertig und vielleicht stricke ich ja noch ein. So, das also zu den Details zum Garn. Ich finde, es strickt sich fantastisch. Ich finde die Details in der Anleitung super, super cool. Was ihr jetzt nicht so gut werdet sehen können, ist, dass es hier und an den Seiten, mal schauen, ich versuche gerade mal kurz die Puppe so ein bisschen zu drehen,
Und dann mache ich das vielleicht mal so ein bisschen groß, dass ihr das sehen könnt. Hier sind überall wie so Rippenmuster. Und die helfen einem dabei, die Reihen zu zählen. Also dann ist praktisch die links gestrickte Reihe mal länger und mal kürzer. Und in der, wo es kürzer ist, sind die Abnahmen. Und dann kommt eine rechts gestrickte Reihe. Ich möchte das bitte in jeder Anleitung. Ich finde das so cool. Und das ist hier oben im Prinzip auch. Und hier hat man dieses Detail auch an den Ärmeln. Das sieht im Original sehr viel klarer aus als bei mir, weil mein Garn ein Streichgarn ist. Das heißt, die Wolle war kadiert und ist im langen Auszug gesponnen. Und dadurch sieht alles so ein bisschen matter und verwaschener aus. Da sind mehr Fasern an der Oberfläche. Und das Ganze wirkt nicht so klar und deutlich. Die Maschen heben sich nicht so stark und deutlich voneinander ab, wie wenn es ein glatteres, kompakteres Garn wäre. Das stört mich aber nicht im geringsten. Er sieht jetzt noch so ein bisschen schrumpelig aus, weil er die ganze Zeit auch in der Tasche war. Das Ding ist, ich hatte tatsächlich schon einmal abgekettet und auch das Ganze gebadet. Und dann ist mir aufgefallen, dass ich hier unten nach der Taille praktisch, also eigentlich war der schmalste Punkt, schauen wir mal, ursprünglich so ungefähr hier. Und ich hatte dann Zunahmen gemacht, weil ich glaube, ich meine Taille breiter eingeschätzt habe, als sie wirklich ist. Die Maße haben mir was anderes gesagt, aber ich habe gedacht, na, mach lieber trotzdem. Und ich hatte hier Zunahmen gemacht dann am letzten Stück und das ging aber dann, als ich dann abgekettet hatte, habe ich gesehen, das ging viel zu schnell, viel zu sehr so für mich und für meine Figur. Und dann habe ich praktisch bis zu dem Punkt, bis zu dem schmalsten Punkt nochmal aufgemacht und bin jetzt im Prinzip hergegangen und habe, das zeige ich euch mal auf der anderen Seite, und habe nur noch Abnahmen gestrickt, sodass es wirklich praktisch schön gerade nach innen geht. Und werde jetzt auch demnächst das Bündchen machen und dann abketten, weil ich möchte tatsächlich anders als in der Anleitung, dass das so ein bisschen wie so eine Crop-Top-Länge hat, wegen besagter Rockgeschichte, ja? Dass ich das gut über den Röcken tragen kann, ohne dass das irgendwie komisch aussieht. Also dass das praktisch wirklich mit den Röcken abschließt, wenn man so will. Und deswegen wird das ein bisschen kürzer. Das sieht jetzt an der Puppe ein bisschen länger aus, als es bei mir aussehen wird. Und es sieht auch größer aus, als es bei mir aussehen wird, weil ich habe sehr, sehr breite Schultern. Also hier müsst ihr euch schon alleine denken, dass meine Schulter eher so bis hier geht. Und ich habe, und das ist immer schwierig bei Anleitung, eine relativ große Oberweite für meine Taille. Also ich habe halt auch so eine sehr, sehr schmale Taille. Und deswegen habe ich gedacht, macht das vielleicht Sinn, einfach noch mit den Abnahmen zu arbeiten und die wirklich noch ein Stück weiter runter, wirklich bis in die Taille zu machen. Und, aber ich glaube, meine Taille sitzt auch sehr tief. Ich weiß es nicht genau. Aber das ist halt, ne? Körperformen sind unterschiedlich und das ist okay. Und ich versuche mich da gerade so ein bisschen drauf einzulassen. So, auf jeden Fall, ne, nimmt das jetzt hier einfach schön noch ein bisschen weiter ab. Und wie gesagt, bei mir sitzt es ein bisschen enger, aber nicht eng. Es sitzt immer noch sehr weit. Und ich bin mir aber gerade nicht sicher, ob ich nicht auch mal ein paar Oberteile möchte, die zwar auch kürzer sind, aber enger sitzen. Das heißt, das wird so was, woran ich in den nächsten Monaten und Wochen dann arbeiten werde. So, was die Aufteilung des Garns angeht, weil das ja Farbverläufe sind. Also das heißt, ich habe auch hier praktisch so für jede Farbstufe immer ein Knäuel. Und am Anfang war ich tatsächlich hergegangen und habe von der ersten Stufe was übrig gelassen, damit ich damit das Bündchen später machen kann. Also das ist jetzt noch für da oben. Ne? Das ist auch noch eine von diesen etwas blaueren Farben. Und das habe ich jetzt noch vom Ribbeln. Das wäre die Farbe, die hier als nächstes kommt. Hier sieht man vielleicht schon, ne, wie viel dunkelgrüner die ist als das da oben. Ja, und das wird jetzt, werde ich wahrscheinlich noch brauchen, weil, mal gucken, das könnt ihr glaube ich nicht sehen, ne? Hier ist der Rest von dem, mit dem ich gerade arbeite. Das mache ich jetzt nochmal da oben wieder dran. Und, ne, also mit dem ich, whoopala, wo ist der Faden, mit dem ich jetzt gerade noch stricke. Aber vielleicht brauche ich das auch gar nicht mehr. Und das Ding ist,
Ich habe tatsächlich noch sehr, sehr viel Garn. Also ich hatte ursprünglich gerechnet, dass ich damit gerade hinkomme. Ich habe tatsächlich ausgerechnet, wie viel ich praktisch brauche in Form von Maschenprobe. Ich habe eine Maschenprobe gemacht, habe die gewogen und habe das hochgerechnet auf die Maße, die ich haben möchte und wie viel Stoff ich dann praktisch habe. Und da habe ich gedacht, ja gut, das dürfte hinkommen. Und schlussendlich brauche ich viel weniger Garn, als ich gedacht habe. Besser so rum als andersrum. Und ich habe hier jetzt noch die Farbstufen, ich glaube 6 und 7. Und dann habe ich es noch. Und das sind das 100, nee, da auf den Zetteln steht das jetzt nicht drauf. Das steht in meinem Projekt. Ja gut, das werden glaube ich so 50 Gramm, vielleicht sogar 70 Gramm sein. Und dann habe ich hier jetzt noch die Stufen 8 bis 11. Ne? Hier wird es dann immer brauner bzw. dunkler. Hier ist jetzt auch dann noch braun mit drin. Und da sind noch zwei Knäule. Und ganz ehrlich, ich glaube, da kann ich noch einen draus machen. Und ich habe sogar große Lust, das zu machen. Ich komme im Moment viel zu selten dazu, daran zu stricken, weil ich ja eben im Kopf gerade bei den anderen Projekten bin und spinnen muss und da weiter erstmal noch dran arbeiten muss. Hin und wieder stricke ich mal eine Reihe. Das hatte ich jetzt tatsächlich als Unterwegsprojekt dabei, wenn ich beim Fußball war, beziehungsweise bei Fußballturnieren und beim Fußballtraining und so. Und bin damit eigentlich gut zurechtgekommen als Unterwegsprojekt. Und ja, so denke ich mir, könnte ich das vielleicht auch einfach weitermachen. Man sieht hier, dass tatsächlich den Unterschied von dem, was ursprünglich schon mal gebadet war, und dem, was ich jetzt nochmal neu angestrickt habe, praktisch wirklich das Stück, das sieht man wirklich krasser. Ich hoffe, das legt sich, wenn das Ganze nochmal gebadet ist. Das hat ja doch schon einen krassen Effekt. Auf jeden Fall dürfte ich demnächst irgendwann fertig werden. Und ich glaube, dann werde ich noch einen machen, der vielleicht, also entweder ich mache noch das Top nochmal in der Nummer kleiner. Oder ich gucke, ob ich was anderes Kurzärmeliges finde, was vielleicht sogar ein bisschen passgenauer ist praktisch, so dass ich da noch eine Alternative habe und benutze da den Rest von dem Farbverlauf. Ich glaube, dass mir die Farbe ganz gut stehen wird, gerade jetzt, wo ich wieder braune Haare habe. Die sind übrigens, ich habe es nicht rauswachsen lassen, sondern ich habe die überfärbt, weil ich keine Lust hatte mehr zu blondieren, weil das auch eines dieser Sachen war, die irgendwie keinen Sinn mehr ergeben haben. Jetzt gerade so, warum das machen, das so, sei dahingestellt. Okay, auf jeden Fall habe ich da sehr viel Spaß dran und werde euch vielleicht in der nächsten, wenn nicht in der übernächsten Podcast-Folge, dann zeigen, wie das Top fertig aussieht und dann eventuell auch an mir und mit Rock und so mal gucken. Aber ich freue mich und ich sage euch dann natürlich auch, wie viel Garn ich insgesamt verbraucht habe. Das habe ich jetzt noch nicht ausgerechnet. Die Garne haben eine Lauflänge von, habe ich hier nicht stehen. ich habe hier stehen, dass es 18 WPI hat und was es für eine Nadelstärke hat. Aber auch bei diesem Projekt, ich werde euch natürlich unten sowohl das Strickprojekt in meinem Blog verlinken, als auch das Spinnprojekt. Bei allem, wo es diese Seiten schon gibt, findet ihr das in den Shownotes. Und da, wo es das noch nicht gibt, sollte ich das wohl noch anlegen. Wie zum Beispiel jetzt, also bei meinen aktuellen neuen Projekten und so, gibt es noch keine Seite. Aber das wird folgen. Das war's. Das waren alle meine Projekte. Das war alles, woran ich gerade arbeite. Und ich hoffe, dass diese Podcast-Folge nicht viel zu lang ist. Und ich hoffe, dass ihr eine gute Zeit hattet, auch wenn nicht alle Themen schön sind in dem Sinne oder waren. Hoffe ich, dass ihr was mitnehmen konntet für euch und dass ihr eine gute Zeit hattet und irgendwie vielleicht trotzdem auch ein bisschen inspiriert und motiviert seid, ne? So wie ich das am Anfang gesagt habe, was eigentlich für mich so die Idee dieser Podcast-Folgen ist. Das gesagt, ich freue mich auf die nächste Podcast-Folge mit euch. Schaut gerne in meinen Blog. Auf shantimanu.de findet ihr die Shownotes zu dieser Podcast-Folge. Wie gesagt, meine Projekte, alle anderen Podcast-Folgen, alle anderen Videos, mein Mitgliederprogramm, wenn da vielleicht Interesse besteht und viele, viele andere Sachen wie Infos und so.
Und natürlich zum Beispiel auch meine Kurse und das alles. Wobei im Moment, glaube ich, alle Kurse dieses Jahr fast ausgebucht sind, bis auf ganz wenige Plätze, die es hier und da noch gibt, aber so vereinzelt. Ansonsten, ich bin auch gerade dabei, nächstes Jahr zu planen, aber pff, so. Habt viel Freude bei all euren Spinnereien, gehabt euch wohl und bis zum nächsten Mal. Bye.